Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest mit Wubra. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin an einer anderen Stelle. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal irgendwo anders nochmal ein bisschen was, ne? So neues Lager und so weiter und so fort. Und da habe ich mir das hier auserkoren. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr was anderes denkt, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Ich werde jetzt erstmal hier mein Zeltchen hinbauen. Und zwar, glaube ich, hier sogar in der Ecke. Oder soll ich da hinten... Da hinten bin ich schneller. Nehme ich da hinten die Ecke. Während ich hier hingelaufen bin, bin ich auch schon von den dummen Kannibalen umgehämmert worden. Ja, das war nicht so toll. Aber kann ja mal passieren, ne? So, drehe ich das erstmal richtig. Das mache ich mit euch zusammen. Und den Rest, was ich noch vorhab. Oh, scheiße. Da, so. Den Rest mache ich selber. Wieder oben dann nämlich auch noch so ein Baumhäuschen bauen. Damit ich die da oben nämlich auch direkt so in Sicherheit erspähen kann. Ach ja, die Backpfeife hier, die hat ja... Naja, hat schon wieder Hunger. Ah, okay, alles klar. Dann ein paar Steinchen nehmen. Ein paar finde ich schon wohl noch. Liegen hier genug. Das denn? Nee, das will ich nicht. Das auch nicht. Da hinten ist auch ein Bötchen, weil wir da paddeln wollen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr so schön. Nicht mehr so wirklich schiffstauglich. So, ein paar mehr zusammen. Ich denke mal, das reicht dann auch. Und es fängt an zu regnen. Sehr schön. Oh, hier hätte ich es auch hinbauen können. Unter dem Felsen. Ja, wäre doch nicht schlecht gewesen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber egal. So, Feuer brauchen wir. Fängt ja schon an zu bibbern hier, das arme Knochengerüst. Ah, machen wir es direkt hier hin. Ach komm, machen wir lieber hier hin, bevor die das sehen. Ah, das war ja klar. Zwei. Achso, ja, die brauche ich auch noch. Da, und drei Stückchen. Kann ich hört. Ah, habe ich doch richtig gesehen, dass da eine Feder lang geflogen ist. Komme ich aber wieder hoch? Scheint so gerade eben noch. Sehr gut. Eins. Zwei. Den nehmen wir auch noch mit. So. Ja, Bohne. Jetzt finde ich natürlich keinen mehr. Ah, da. Ja. Das war mal fertig. Aber ich will ja noch ein paar so mitnehmen. Zack. Och, ja, armes Kindchen. Hoffen, dass uns keiner von den Horsties sieht, während wir hier am Rumtollen sind. Hier unten ist echt cool. Und hier kann ich dann noch einen Wall hinbauen. Das wäre echt optimal. Ich baue einfach gleich schon mal was. Dann bereite schon mal alles vor. Ihr dann sehen könnt, was ich meine und was ich machen werde. Und will... Sehr gut. Auch schon mal fertig. Dann ein Nickelchen in die Finger und drauf aufs Feuer. Ja, wie gesagt, ich bin gerade eben auf dem Weg hierhin. Schon
einmal umgemetzelt worden. Hab das Glück gehabt, dass ich dann in einer Höhle wach geworden bin, wo keine anderen Kannibalen drin waren. Da hatte ich schon mal ein wenig Glück, muss ich sagen. Sonst hätte es auch schief gehen können. So, sehr gut. Ist wieder fit. Achso, ist voll. Na, mal gucken. Wir werden uns nicht so sehr finden, würde ich mal so tippen. Wenn die uns hier finden, war es das letzte Mal. Ja, kipp um. Kipp um, kipp um. Nur hoffen, dass keiner ins Wasser rollt. Kommt schon nächst angepurzelt. Ich nehme ich direkt mit. Fällt mir gleich einer auf den Kopf und ich bin tot. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Ja, den Weg, den müssen wir nochmal gucken, dass wir den hier richtig hinkriegen. Die mache ich mal nicht frei weg. Könnte ich vielleicht noch gebrauchen, so für Schutzwall und so. Ah, welchen nehme ich denn? Rutsch rund. Erschreckt mich doch. Wird es jetzt so dunkel hier? Hallo? Nicht. Nicht. Alter. Was ist denn das? Mann. Nehme ich den überhaupt? Ja, den nehme ich. Brauche ich 4 Stück. Reicht. Na, vom letzten auch noch. Mein Gott, hier, wie lange braucht er denn hier? Okay, da sind schon mal welche runtergefallen, dann nehme ich die direkt mit hier. Schnell beeilen, damit die nicht ins Wasser rollen, wenn das nicht schon so passiert ist. Schnell, schnell. Einer liegt hier, der andere liegt da. Sehr gut. Ah, sind wir auch schon fertig dann. Ding, 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 ding. So, keine runtergefallen. Sieht nicht so aus. Okay, dann zeige ich euch nochmal, was ich noch machen will. Wolle. Ja. Apropos Feder. Wie viele habe ich denn? 7. Oh, das ist doch sehr schön. Huch, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Upgraded Stick. Aha, okay. Das, 2, 3, 4, 5. So, und ein. 5 Pfeile. Sehr schön, oder? Hab's ja immer noch nicht gerafft, wie ich die als, Feuerpfeile machen kann, aber, naja. Falls das jemand weiß, ab damit in die Kommentare, ne? Ja, so. Okay. Was haben wir? Ist schon wieder dunkel? Warum? Was ist das denn da? Sieht er das Blinker auch? Blinken da? Ach, ich renne mal mit dem dummen Stück durch die Gegend. Geh ich da direkt mal gucken, was da oben so ist. Könnte natürlich auch ein Baumstamm sein. Den nehme ich dann direkt mit runter. Je
Die laufen auch massig hier rum. Das finde ich auch sehr schön, ne? Wo war der jetzt? Gucke mal eine an. Einer hier. Und der andere. Oh, hoffentlich falle ich hier nicht runter. Wo ist denn der andere jetzt? Nö. Da hat er noch einer. Oh, oh klar. Schön. Na, wieder drauf. Ah, da ist er. Da ist der zweite, nehme ich da direkt beide mit. Oh, oh, oh. Da waren fiese Kannibalen. Ich geh mal. Oh, oh. Hört ihr das? Oh, ich habe nämlich nicht gesehen. Eieieiei. Jetzt natürlich mit den Dingern, ja, das ist natürlich sehr praktisch. Sehen hier gerade mal ein Feuer oder so? Nö, ne? Steht da einer? Ich rutsche. Oh. Ich rutsche. Ich will nicht rutschen. Ich habe aufgehört zu rutschen. Ich hänge wahrscheinlich genau mitten. Oh ja, guckt euch den Abgrund an. Nee, da darf ich nicht runterfallen. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo die sind. Ich wage mich mal so ganz leicht nach oben. Ich sehe da zumindest nichts. Huch, nicht so laut. Ja, jetzt bist du natürlich aus der Puste hier, ne? Pappnase. Ja, nur runter. Weg hier. Na. Wir schummeln uns mal ganz schnell und heimlich hier. Oh, Hase. Erschreck mich doch nicht so. Ganz heimlich und leise, leise. Oh, da war was. Der hat mich nicht gesehen. Lalalala. Kein bisschen leise. Bleibst du wohl da? Die schreien sich aber auch die Kehle aus dem Leib, doch? Wo ich noch irgendwas... Ja, da. Kann ich da die sehr gut sehen jetzt? Hm. Lockholder. Das will ich haben hier. Brauche ich direkt mal... Hier hin. Hey, 16. Das heißt, ich muss da dann nochmal hoch. So, das mache ich noch. Und morgen zeige ich euch, was ich vorhab. Ah, Scheibenhonig. Ich muss halt erst was essen. Ah, da die mich da von da oben wohl nicht sehen können, was ich sehr toll finde. Das Feuer umso heller machen, wa? Da ist es drin, ja. Da ist er. Tatsächlich, sie können mich nicht sehen. Ah, Essen ist fertig. Dann gehe ich jetzt noch eben...
die restlichen Dingsbums holen da. Ach, die schreien da ja immer noch. Können sie mich schon mal kreuzweise hier. Ah, das ist ja. Mal werfen. Schon gedacht. Ne, den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Oh, da sind sie wieder. Den nimm schon mit. Na, nimm schon. Da laufen sie. Okay, ich gehe dann doch mal runter. Das mache ich dann noch zu Ende hier. Ist ja nicht mehr viel. Und dann verabschiede ich mich von euch. Hey. Haben die mich jetzt doch gefunden? Nee. Nee. Okay. Vielleicht die Schreiköpfe da oben mal schreien. Und ich wünsche euch eine. Was ist das? Wünsche euch mal einen angenehmen Abend. Viel Spaß. Seid auf der Hut vor Kannibalen. Denkt immer dran, die knabbern euch das letzte Ohr weg. Wir sehen uns morgen wieder zur neuen Folge von The Forest mit Wubra. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen und eventuell ein Abo. Ciao, ciao. Bye, bye.